Willkommen auf unserem YouTube-Kanal Hörspiele und Hörbücher. Wir möchten uns auf diesem Wege für euren Support in den ersten Monaten unserer beiden Kanäle bedanken. Für alle, die es noch nicht wissen, unseren Kanal gibt es in der Blue Edition mit fantasievollen Science-Fiction-Geschichten und in der Black Edition mit spannenden Thrillern und Krimis. Den jeweiligen Link findet ihr in der Kanalinfo. Bevor nun das nächste Stück startet, möchten wir euch um weitere Unterstützung bitten. Dies könnt ihr tun, indem ihr uns ein Abo dalasst und natürlich mit einem Like, wenn euch das Stück gefallen hat. Vielen Dank. Und nun wünschen wir euch gute Unterhaltung. Wir bringen heute den französischen Krimi »Wenn man noch einmal beginnen könnte« von Alain Franck. Eine Dreiecksgeschichte mit tödlichem Ausgang. Ja, ich. Darf ich hereinkommen? Wie geht es dir, mein lieber Jean-Louis? Gut. Und Carole? Ihr auch. Ist sie da? Nein. Sie ist ausgegangen. Schade. Du bist erstaunt, mich zu sehen. Naja. Ja, natürlich. In gewisser Hinsicht muss mein Besuch dich überraschen. Darf ich mich setzen? Ja, natürlich, bitte. Es ist komisch, wieder mal hier zu sein. Nichts hat sich verändert seit... Wie lange ist es her? Ein Jahr? 14 Monate. 14 Monate, schon. Wie die Zeit vergeht. Ach doch, das ist neu hier. Blumen in den Vasen. Das gab's damals nie. Tja. Jetzt spürt man hier die Anwesenheit einer Frau. Frederik? Ja. Was willst du von mir? Ich verstehe nicht. Warum bist du hergekommen? Ich geriet zufällig in die Gegend hier und bekam Lust, hereinzuschauen. Um ein Weilchen mit dir zu plaudern. Ist das alles? Ja, gewiss doch. Was sollte es sonst noch geben? Ich weiß nicht. Na, weiter nichts. Sei beruhigt. Hast du keinen Durst? Ich würde gern etwas trinken. Whisky? Tja, mit Vergnügen. Da wir uns so lange nicht gesehen haben, musst du mir eine Menge erzählen können. Wie gehen deine Geschäfte? Gut, danke. Und deine? Na, du weißt ja, die Bank, die floriert immer. Wie die Architektur auch übrigens. Baust du noch Einfamilienhäuser in der Vorstadt? Ja, aber... Es ändert sich bald. Ich arbeite gegenwärtig an einem Wohnkomplex. Ganz bedeutendes Bauvorhaben. Ja, ich weiß. Das sollte mich wundern. Ist noch in der Planung. Die Waldstadt, das ist es doch. 4000 Wohnungen mit Schwimmbad, Tennisplatz, Einkaufszentrum. Manjo hat mir gesagt, er hätte noch mit niemandem darüber gesprochen. Außer mit mir. Dein Manjo braucht Kapital, viel Kapital. Er hat mir eine Interessengemeinschaft vorgeschlagen. Er bringt die Ideen ein, die Entwürfe und ich finanziere. Dieses Projekt, ist das wichtig für dich? Ja, selbstverständlich. 4000 Wohneinheiten. Ja, sicherlich. Manjo hat mir deine Arbeiten gezeigt, deine Baupläne. Sie sind gut,
Sehr gut sogar. Danke sehr. Kennst du ihn schon lange? Wen? Manjo. Ja. Ja, 3 oder 4 Monate. Hast du Erkundigungen über ihn eingeholt? Du liebe Güte, nein. Das war ein Fehler von dir. Er hat keinen guten Ruf, er gilt als gefährlich. Aus diesem Grund bin ich auf sein Angebot nicht eingegangen. Vermutlich wird er dich morgen oder übermorgen anrufen, um es dir mitzuteilen. Die finanzielle Seite dieses Vorhabens geht mich nichts an. Er hat keinerlei Anlass, mit mir darüber zu sprechen. Ja, zumindest einen. Dir Bescheid zu sagen, dass er an dem Projekt nicht mehr interessiert ist. Was? Der Plan fällt ins Wasser? Nicht ganz. Ich habe ihm alles abgekauft. Den Namen, die Vorentwürfe, die Optionen auf das Gelände, alles. Wir haben heute Morgen unterzeichnet. Die Waldstadt werde ich jetzt bauen lassen. Ehrlich gesagt, der Grund meines Besuches ist dir. Ich mache dir das Angebot, die Bauleitung zu übernehmen. Mir? Ja, dir. Ich wiederhole, ich habe deine Vorarbeiten gesehen, die Skizzen, die du entworfen hast. Und sie haben mir sehr gefallen. Ich habe sie von Sachverständigen prüfen lassen. Und man hat mir bestätigt, wie stichhaltig sie sind. Und wie vorteilhaft. Aber warum schlägst du ausgerechnet mir das vor? Manjo hatte dich doch damit beauftragt. Ja, Vorentwürfe zu machen, das alles. Aber um einen so großen Wohnkomplex zu bauen, dafür gibt es doch Dutzende von Architekten, die weit bekannter sind, weit berühmter als ich. Und weit qualifizierter dazu. Ich brauche jemanden, der jung ist. Der mir nicht seine Methode aufzwingt, seine Gewohnheiten, seine Routine. Ich brauche einen Architekten, zu dem ich Vertrauen habe und mit dem ich mich leicht verständigen kann. Ich denke, mit dir wird das möglich sein. Was hältst du davon? Ja, sicherlich. Dann überleg dir meinen Vorschlag. Natürlich zähle ich auf deine Verschwiegenheit. Niemand darf etwas erfahren, solange die Anträge auf Bauerlaubnis noch nicht genehmigt sind. Inzwischen lasse ich dir, wenn du einverstanden bist, ein Büro in meiner Bank einrichten. Gleich neben dem meinen. Du erhältst jeden Monat einen Vorschuss auf deine Honorare, dessen Höhe du selbst bestimmen kannst. Das ist unglaublich. Was ist unglaublich? Ja, das Ganze, dass du, Frederik, mir das vorschlägst. Nach dem, was geschehen ist. Mein guter Jean-Louis, Geschäfte sind eine Sache für sich. Und Gefühle ebenfalls. Ich will nicht sagen, dass ich dir vor einem Jahr, vor 14 Monaten, um ebenso genau zu sein wie du, den gleichen Vorschlag gemacht hätte. Nein, ganz so stoisch bin ich nicht. Aber jetzt, die Zeit heilt manche Wunden. Also, du trägst uns nichts nach? Jetzt nicht mehr. Ich kann ein Kreuz hinter die Vergangenheit machen, wenn es darauf ankommt. Außerdem kann ich nun einmal nicht vergessen, dass dein Vater mir ein langjähriger Freund war. Ich habe dich immer als eine Art jüngeren Bruder angesehen. Freilich hast du die Situation ein wenig missbraucht. Aber sprechen wir nicht mehr davon. Das ist fantastisch. Du bist ein fabelhafter Kerl, Frederik. Aber nein. Doch, bestimmt. Weißt du, ich kann das einfach nicht fassen. Noch ein Whisky? Nein, danke. Aber ich kann einen brauchen. Wenn mir das einer vor einer halben Stunde gesagt hätte. Tja, das Leben ist voller Überraschungen. Anscheinend macht das einen Charme aus. Ja, das ist Carol. Liebling, bist du da? Ja, ich komme. Es ist besser, ich bereite sie vor. Entschuldige mich einen Moment. Ja, geh nur, mein Guter, geh. Guten Abend, Liebling. Ich bin bei Henriette gewesen. Sieh mal, was... Hör mir eine Sekunde zu, Carol. Hier ist Besuch da. Besuch? Wer denn? Frederik. Frederik? Nein. Dein Mann, ja. Was will er denn hier? Das erkläre ich dir später, aber ich flehe dich an. Mach keinen Skandal. Komm, wir wollen ihn nicht warten lassen. Carol, meine Liebe. Wie ich mich freue, dich wiederzusehen. Guten Tag, Frederik. Du bist schöner denn je.
und von meiner Eleganz. Dass ich hier bei Jean-Louis bin, ich meine hier bei euch, wird dich überraschen. Jean-Louis sagte, er würde es mir erklären. Magst du was zu trinken, Carol? Nein, danke. Liebling, ich muss dich daran erinnern, dass wir ausgehen. Du hast gerade noch Zeit, dich umzuziehen. Was? Ich habe nicht die Absicht, euch noch länger aufzuhalten. Nun, bleib doch noch einen Augenblick. Ich wollte ohne dies gehen. Es hätte mir leid getan, dich zu verpassen, Carol. Vielleicht auf bald. Vergiss meinen Vorschlag nicht, Jean-Louis. Du kannst ganz beruhigt sein. Ich rufe dich morgen an. Auf Wiedersehen, Frederik. Und danke. Danke für alles. Eine kleine Ursache. Auf Wiedersehen, alter Junge. Sag mal, warum hast du zu ihm gesagt, wir gingen aus? Ich legte keinen Wert darauf, dass er hier blieb. Das ist doch kein Grund. Du warst nicht gerade höflich. Versetz dich in meine Lage. Was ist das für ein Vorschlag, von dem er gesprochen hat? Verehrte Madame, Sie sehen hier einen der größten Architekten unserer Zeit vor sich. Das weiß ich schon lange. Ja, du weißt es, aber bis jetzt habe ich dir kaum einen Beweis dafür erbracht. Carol, ich werde die Waldstadt bauen. Magnol lässt das Projekt fallen und Frederik hat es gekauft. Er wünscht, dass ich die Bauleitung übernehme. Du? Ja, ich stell dir das vor. Es handelt sich nicht mehr allein um die Vorplanung. Er vertraut mir die Verantwortung für eine der größten Wohnsiedlungen an, die jemals gebaut wurden. Das ist unglaublich. Ja, genau. Das habe ich ihm auch gesagt. Weißt du, ich glaube, wir haben ihn falsch eingeschätzt. Natürlich, er war auf dich böse, als du ihn voriges Jahr verlassen hast. Ich habe ihm von dir erzählt, von uns. Er war sehr nett. Er hat mir gesagt, dass die Zeit manche Wunden heile und dass die Vergangenheit vergessen sei. Frederik. Frederik hat dir das gesagt? Ja, wortwörtlich. Aber seitdem hat er sich eben besonnen und hat begriffen, dass euer Eheleben ein Reinfall war. Und Frederik ist fähig, einen Reinfall einzusehen, ihn zuzugeben. Ich bin nicht so sicher wie du, Jean-Louis. Doch, bestimmt. Sag mal, bist du dir klar darüber, was jetzt auf uns zukommt? Ich brauche nicht mehr stundenlang auf einen Kunden zu warten, der meinen Rat einholt, wie er sein Dach reparieren soll. Keine leidige Streitigkeit mehr mit den kleinen Firmen, weil das Budget zu knapp ist. Von heute auf morgen, da werde ich ein angesehener Architekt sein, vielleicht sogar berühmt. Ja, sicherlich, aber... Aber? Ich weiß nicht, wie ich es dir erklären soll. Ich kenne Frederik. Ich traue ihm nicht. Du hast Unrecht, Carol. Überleg doch mal, es ist die Chance meines Lebens, eine Gelegenheit, die sich nie wieder bieten wird. Gewiss. Vorbei mit den mageren Monatsenden, den sparsamen Ferien. Ich werde dir endlich das Leben bieten können, das du verdienst. Alles, was ich mir wünsche, ist, dass wir weiter zusammenbleiben. Ich auch, Carol. Dir verdanke ich, dass ich seit 14 Monaten glücklich bin. Glücklicher, als ich es mir je hätte träumen lassen. Und um unser Glück festzuhalten, da wäre ich bereit, alles zu opfern. Alles zu opfern, was du von mir verlangst. Wenn du willst, dass ich ablehne? Nein. Nein, Jean-Louis. Du musst annehmen. Du hast recht, es ist eine Gelegenheit, die sich nie wieder bieten wird. Natürlich, mir wäre es lieber gewesen, die Chance deines Lebens käme nicht durch seine Vermittlung. Mir auch, aber was willst du? Es ist eben so. Und da? Wo? Was hast du da gezeichnet? Eine Zufahrt zum Einkaufszentrum. Sie führt an einem Wohnblock vorbei. Der Wagenverkehr wird die Anwohner stören. Ja, daran habe ich schon gedacht und mache darum eine Unterführung daraus. Sie verläuft unter dem Lagerhaus hindurch und kommt bei den Parkplätzen wieder ans Tageslicht. Der Anschluss an die Auto... Hallo? Ja? Ja. Gut, danke. Ja, der Anschluss an die Autofernstraße soll hier liegen, oberhalb der Haupteinfahrt. Es muss eine kreuzungsfreie Entlastungsstraße vorgesehen werden. Wir sprechen später noch einmal darüber. Ja. Kannst du mir die Pläne für das Sportgelände geben? Jetzt? Die sind oben im Zeichenbüro, weißt du, und es ist fast 7 Uhr. Hast du es eilig? Nein. Aber dort ist jetzt niemand mehr. Du wirst sie sicherlich auch allein finden können. Gut, ich hole sie. Geh durch den Flur. Das ist einfacher.
Guten Abend, Carol. Guten Abend, Frederik. Nimm doch bitte Platz. Danke. Ist Jean-Louis nicht da? Deine Sekretärin sagte mir, er wäre in deinem Büro. Er wird jeden Augenblick zurückkommen. Zigarette? Danke. Immer noch die schwarzen, vermutlich. Immer noch. Ich bin sehr zufrieden mit Jean-Louis. Er hat das Talent, die Probleme, die ein so großes Bauvorhaben stellt, rein instinktiv zu begreifen. Das hätte ich nicht erwartet. Ach. Warum hast du ihn engagiert? Meine liebe Carol, ich glaube, es ist Zeit, dass wir uns einmal ernsthaft unterhalten. Es ist ein Monat vergangen, seit Jean-Louis für mich arbeitet. Die ganze Zeit hast du sorgfältig vermieden, mir zu begegnen. Und aus allem, was ich von Jean-Louis höre, spüre ich heraus, dass du voreingenommen bist. Misstrauisch. Warum? Ich kenne dich, Frederik. Du bist ein schlechter Spieler. Du kannst nicht verlieren. Du hast aber vor einem Jahr verloren. Und daraus schließt du, ich würde, wenn ich Jean-Louis Arbeit gebe, ich weiß nicht, welche obskuren Rachegedanken damit verfolgen. Ganz recht. Nun, du täuschst dich. Denn ich sehe es nicht so an, als hätte ich irgendetwas verloren. Was im letzten Jahr geschehen ist, war seit langem vorauszusehen. Betrachten wir die Dinge realistisch, Carol. Vor 7 Jahren haben wir geglaubt, eine Liebesheirat einzugehen. Aber unseligerweise haben wir keine 6 Monate gebraucht, um uns klar darüber zu werden, dass wir einen Fehler begangen haben. Und wir haben weiterhin zusammengelebt. Aus Gewohnheit. Wohl wissend, dass wir einer wie der andere dem Zufall ausgeliefert waren. Nun, du bist vor mir sein Opfer geworden. Das ist alles. Warum hast du es mir dann nachgetragen? Ich habe es dir nicht nachgetragen. Wirklich nicht? Du lehntest doch eine Scheidung rundweg ab. Die Scheidung. Ich dachte mir schon, dass du davon sprechen würdest. Dann hättest du so taktvoll sein können, das Thema selbst anzuschneiden. Entschuldige. Also gut. Sprechen wir einmal von der Scheidung. Ich habe sie dir nicht abgeschlagen. Frederik, ich hatte dir geschrieben. Ja, 2 Tage nach deinem Aufbruch. Ich weiß, dass du klare Situationen liebst, aber das war doch wohl ein wenig zu früh. Findest du nicht? Jedenfalls hast du auf meinen Brief nicht einmal geantwortet. Nein, tatsächlich? Oh, ich gebe zu, das war eine etwas törichte Reaktion von mir. Eine Anwandlung von Zorn. Und die Art und Weise, wie du mich verlassen hattest, ohne ein Wort, ohne eine Erklärung. Ich möchte dir nachträglich keine Vorwürfe machen, Carol, aber du hattest mich in eine heikle Situation gebracht. Ein verlassener Ehemann, über den spottet man gern in unseren Kreisen. Erwartest du, dass ich dich bedauere? Durchaus nicht. Umso weniger als diese Verletzung meiner Eigenliebe, weiter war es nichts, schon lange vernarbt ist. Heute verlangst du plötzlich deine Freiheit, während ich schon seit Monaten bereit bin, sie dir zu schenken. Aber du hofftest, dass ich dich anflehen käme. Du bist ungerecht, Carol. Ich habe des Öfteren versucht, mit dir zu telefonieren, aber jedes Mal hast du dich verleugnen lassen. Ich legte keinen Wert darauf, mit dir zu sprechen. Nicht einmal über die Scheidung? Deine erste Absage hat mir genügt. Ich wollte mir nicht noch eine zweite holen. Ich hätte sofort zugestimmt. Ohne Diskussion. Denn was ich jetzt noch für dich empfinde, ist reine Freundschaft. Eine sehr tiefe, sehr aufrichtige Freundschaft. Bitte, Carol, glaub es mir. Ich werde an deine Freundschaft, an dem Tage glauben, an dem die Scheidung ausgesprochen wird. Tja, wenn dem so ist, dann lass uns keine Zeit verlieren. Hier hast du die Telefonnummer von Marceau, meinem Anwalt. Ruf ihn morgen früh an.
Dann ist er informiert. Selbstverständlich nehme ich alle Schuld auf mich. Und du kannst die Höhe deiner Leibrente bestimmen. Ich danke dir, Frederik. Aber die Schuld liegt auf meiner Seite. Ich will keine Rente. Liebst du ihn so sehr? Ja. Aber ich glaube nicht, dass du das verstehen kannst. Das ist nicht schwer, man braucht ihn nur anzusehen. Er ist jung, hübsch. Das ist es ja, was ich sagte. Du kannst es nicht verstehen. Eigentlich kannst du nichts dafür. Du bist vom Leben zu sehr verwöhnt worden. Du weißt, wie man nimmt. Aber niemand hat dir beigebracht, wie man gibt. Hören Sie, Jean-Louis? Jean-Louis ist arm. Aber er hat mir alles gegeben, was ich brauche. Güte, Zärtlichkeit, Liebe. Er ist ein Kind. Mag sein. Aber ein Kind, das bereitwillig eine Stunde Zeit für mich hat, wenn ich es nötig habe. Und mich alleine lässt, wenn mir danach ist. Ja, ich liebe ihn. Glücklicher Jean-Louis. Glückliche Carole? Ach, Carole. Wir haben es schlecht angefangen, du und ich. Vor 7 Jahren. Wenn man noch einmal beginnen könnte. Wir können nicht noch einmal beginnen. Es ist nicht mehr möglich. Tja. Wir haben uns alles gesagt, nicht wahr? Du kannst ihn wiederkommen lassen. Ihn wiederkommen lassen? Tu nicht so erstaunt. Du hast ihn unter irgendeinem Vorwand hinausgeschickt, um mit mir alleine zu bleiben. Hallo, Jean-Louis. Na so. Hast du die Pläne gefunden? Na, ja, das macht nichts. Du kannst sie morgen früh heraussuchen. Nein, nein, es ist nicht so wichtig. Komm schnell herunter, Carola ist hier. Ja, in meinem Büro. Er ist gleich da. Hm. Nun, Carole, Freunde? Ich will es gern versuchen. Ich hätte es beinahe vergessen. Als du fortgegangen bist, hast du nichts mitgenommen. Deine Kleider, deine Mäntel, alles ist noch zu... Alles ist noch bei mir. Das war besser so. Möglich, aber jetzt? Die Kleider sind vielleicht unmodern geworden, aber nicht der Schmuck. Ich möchte lieber, dass du ihn behältst. Warum? Er gehört dir. Trotz allem. Ich werde dir morgen alles schicken lassen. Frederik? Ja? Ja, Carole. Du hast recht. Jean-Louis ist ein Kind. Tu ihm nichts Böses an. Ich würde es dir nie verzeihen. Du bist hier, Carole. Ja, Liebling. Alles in Ordnung? Tja, natürlich, alles in Ordnung. Wir haben uns nicht einmal gestritten. Wir haben geplaudert, während wir auf dich warteten, wie 2 alte Freunde. Umso besser. Das freut mich. Ich habe eine gute Nachricht für dich. Ja? Frederik ist mit unserer Scheidung einverstanden. Wirklich? Tja, wenn Carole es dir sagt, endlich wirst du sie heiraten. Oh, das ist ja kolossal. Oh, entschuldige, Frederik, aber... Nur keine Sorge. Ich kann dich sehr gut verstehen. Tja. Ja, und jetzt, Kinder? Um unsere wiedererstandene gute Freundschaft zu besiegeln, führe ich euch zum Abendessen aus. Ich habe von einem kleinen Restaurant gehört, das gerade eröffnet worden ist. Das nenne ich ein angenehmes Leben. Sonne, Meer, keine Sorgen. Faulpelz. Ist doch keine Faulheit, dass man Ferien liebt. Fühlst du dich nicht wohl, wenn du im Sand liegst und dich von der Sonne braun braten lässt? Doch. Na, siehst du. Liebling, ich habe eine Idee. Heraus damit. Lass uns hier bleiben. Nicht mehr nach Paris zurückgehen. Du würdest dich sehr bald langweilen. Ich bestimmt nicht. Ich würde zum Fischfang gehen,
Ich würde mit den Fischern am Hafen schwatzen. Ich würde Buhl mit ihnen spielen. Und was mache ich die ganze Zeit? Ich kann doch nicht immer nur auf dich warten. Was denn? Ich biete dir ein wundervolles, idyllisches Dasein an und du willst es nicht. Armer Jean-Louis, du bist der typisch unverstandene Mann. Los, komm. Wohin? Ich weiß nicht. Lass uns spazieren gehen. Also, gehen wir spazieren. Ich sag Frederik Bescheid. Warum muss Frederik Bescheid wissen? Er könnte uns suchen. Dann soll er uns eben suchen. Na, hör mal zu, Liebling. Ich will ihm nur sagen, dass wir ausgehen. Das verlangt die geringste Höflichkeit. Warum? Weil wir seine Gäste sind. Ich möchte wissen, ob wir wohl eines Tages machen können, was uns gefällt. Du und ich allein. Ohne vorher Frederiks Erlaubnis einholen zu müssen. Seitdem du für ihn arbeitest, also 6 Monate lang, sahen wir ihn in Paris fast jeden Abend. Er führte uns ins Theater, er kam zu uns essen, er lud uns ins Restaurant ein. Und jetzt müssen wir auch noch die Ferien mit ihm verbringen. Wenn du nicht herkommen wolltest, hättest du es lieber von vornherein ablehnen sollen. Du hast mich nicht nach meiner Meinung gefragt. Du bist eines Abends nach Hause gekommen und hast gesagt, Frederik hat uns für den Sommer eine Villa an der Côte d'Azur gemietet. Wir werden dort die erste Woche unserer Ferien verbringen. Du liebst doch den Süden. Ich dachte, es würde dir Freude machen. Du hast dich geirrt. Nun sprich nicht so laut, er könnte uns hören. Weißt du was, Liebling? Liebling. In 3 Tagen fahren wir ab. Wir werden uns in der tiefsten Bretagne verstecken. Und dort, das verspreche ich dir. Da werden wir allein sein. Allein. Du und ich. Komm. Ach, da seid ihr ja. Ihr kommt im richtigen Augenblick. Der Aperitif steht bereit. Tja, setz dich doch. Was sagt ihr zu diesem Wetter? Blauer Himmel, nicht eine Wolke. Und so scheint es den ganzen Sommer überbleiben zu wollen. Habt ihr immer noch die Absicht, Ende der Woche abzufahren? Ja. Wir wollen dich nicht länger stören. Tja, ihr stört mich nicht im Mindesten. Wenn ihr bleiben wollt, das Haus steht euch zur Verfügung. Nett von dir, Frederik. Aber es ist besser, wenn wir abfahren. Diese Situation ist ein wenig peinlich. Welche Situation? Du hast es vielleicht vergessen. Aber vor den Augen des Gesetzes bin ich immer noch deine Frau. Für die Saumseligkeit der Verwaltungsmaschinerie bin ich nicht verantwortlich. Aber du kannst beruhigt sein. Marceau hat mir versichert, dass unsere Scheidung gleich nach den Gerichtsferien ausgesprochen wird. Also in 2 Monaten. Das freut mich sehr. Aber bis dahin möchte ich dieses Zusammenleben lieber nicht ausdehnen. Du musst es verstehen, Frederik. Nicht jedermann ist so tolerant wie wir. Unsere Anwesenheit unter deinem Dach könnte zweideutig aussehen. Das bezweifle ich. Man hält uns für geschieden, Carol und mich, seit langem. Und alle unsere Freunde sind überzeugt, dass ihr schon alte Eheleute seid. Warum willst du unbedingt, dass wir bleiben, Frederik? Ich will es nicht unbedingt. Aber ich gebe zu, es würde mir eine Freude sein. Warum? Carol, immer deine Fragen. Du musst alles genau wissen, alles genau verstehen. Du wirst dich niemals ändern. Niemals. Du übrigens auch nicht. Und soll ich raten, warum du versuchst, uns bei dir zu behalten? Ja, sag es mir. Es war dir immer ein Vergnügen, den Hexenmeister zu spielen. Sei es in der Bank oder in deinem Privatleben. Vermögen und Glück anderer begründen oder vernichten. Das ist die Rolle, in der du dir gefällst. Und aus diesem Grunde werden wir abreisen. Wir brauchen dich nicht, um glücklich zu sein. Aber Carol, das darfst du nicht sagen. Lass nur, Jean-Louis. So leicht bin ich nicht zu verstimmen. Carol und ich, wir verstehen uns auch durch Andeutungen. Wir sind alte Komplizen. Bitte, Frederik, du wirst wohl einsehen, dass diese Anspielungen auf eure gemeinsame Vergangenheit für mich nicht erfreulich sind. Verzeih mir bitte, mein kleiner Jean-Louis. Ich wollte dich nicht kränken. Nur fürchte ich, meine liebe Carol, es ist bereits zu spät. Der Hexenmeister hat seine Rolle schon gespielt. Ich kann nicht behaupten, euer Glück begründet oder gar vernichtet zu haben. Du hast recht, dazu braucht ihr mich nicht. Aber ich kann immerhin etwas hinzufügen, sagen wir, den Komfort. Und dafür sorgen, dass er von Dauer ist. Was soll das bedeuten? Ich wollte eigentlich heute noch nicht mit euch darüber sprechen, aber da sich die Gelegenheit bietet. Bevor ich Paris verließ, habe ich ein Testament gemacht. Sei still! Wir sind alle sterblich. Und da ich runde 15 Jahre älter bin als ihr... Sei beide, still, Frederik! Frederik, wir sind in Ferien und diese Art von Unterhaltung... Sie dauert nicht lange. Ihr sollt nur wissen, dass für den Fall, dass mir etwas zustößt,
wie man sagt, mein Vermögen an euch beide fällt. Nein, das nicht. Ein Geschenk, das meine Brautgabe sein soll. Wirklich? Friedrich, das ist peinlich. Das ist sehr peinlich. Das können wir nicht annehmen. Hast du nicht gehört? Ist das nicht das Telefon? Ja, ja, ich gehe schon. Es ist gemein, was du da machst, Friedrich. Niederträchtig. Das ist also die schöne Freundschaft, die du mir angeboten hast. Ich hatte recht, misstrauisch zu sein. Du wirst dir immer gleich bleiben. Du hast also verstanden. Ja. Aber es wird dir nichts nützen. Ich weiß, was du beweisen willst. Es wird dir nicht gelingen. Du bist sehr hellsichtig, Carol. Und sehr mutig. Meine Bewunderung für dich ist groß. Deine Bewunderung? Solltest du wirklich einmal aufrichtig sein? Dieses eine Mal ja. Und du wirst versuchen, Vorteil daraus zu ziehen. Ja, ja, ich werde es versuchen. Ich muss es versuchen. Friedrich, für dich ist es nur ein böses Spiel. Nichts weiter als ein Spiel. Dagegen für mich... Lass uns in Ruhe, Friedrich. Ich flehe dich an. Lass uns in Ruhe. Bist du sicher, dass auch er es will? Er? Ja. Ich bin 31, Friedrich. Noch nie bist du so schön gewesen, Carol. Vielleicht. Aber ich bin trotzdem 31. Lass mir eine Chance. Ich bin nicht sicher, ob deine Chance dort liegt, wo du sie siehst. Ich habe Vertrauen zu ihm. Abgemacht, Carol. Ich ziehe mich zurück. Um deinetwillen. Ich werde nachher mit ihm sprechen. Sei nicht zu hart. Ich will es versuchen. Aber er wird zutiefst enttäuscht sein. Vermutlich haben wir uns jetzt zum letzten Mal gesehen. Es ist für dich, Friedrich. Du bist aus Turin verlangt. Sie wollen auch mit dir persönlich sprechen. Aus Turin? Ich komme. Adieu, Carol. Viel Glück. Warum hat er Adieu gesagt? Weil wir abfahren. Wir fahren ab? Wann? Jetzt gleich. Jetzt gleich? So, bist du verrückt? Was soll denn das heißen? Ich bitte dich, Liebling, stell mir keine Fragen. Nur Verzeihung, ich habe das Recht, Erklärung zu verlangen. Ich will wissen, was das bedeutet. Ich habe genauso wenig Lust zu bleiben. Sein Benehmen ist mir zuwider, seit wir hier sind. Aber das ist doch kein Grund, wegzulaufen. Wir reisen in 3 Tagen ab. Nein, Jean-Louis. Nein, sofort. Lass uns im Hotel schlafen, wo du willst, nur nicht mehr hierbleiben. Wir würden nirgends ein Zimmer finden. Alle Hotels sind überfüllt. Dann morgen. Morgen. Morgen früh. Ich bitte dich. Weißt du, was geschehen wird, wenn wir vor dem Wochenende abfahren? Friedrich ist empfindlich. Es wird ihn kränken. Was bedeutet das schon? Und für dich nichts, aber für mich. Du scheinst zu vergessen, dass ich für ihn arbeite. Carol, bitte, bitte, denk an meine Stellung. Sei vernünftig. Vernünftig? Verstehst du denn nicht? Verstehst du denn nicht, dass ich es satt habe? Ich habe die Liebenswürdigkeiten von Friedrich satt. Ich habe die Aufmerksamkeiten von Friedrich satt. Ich habe die Gegenwart von Friedrich satt. Ja, natürlich. Ich verstehe. Aber was sind denn schon 3 Tage? Jean-Louis, du hast mir einmal gesagt, du wärst zu jedem Opfer bereit, um das ich dich bitten würde, wenn unser Glück auf dem Spiel steht. Ja, das habe ich gesagt. Und jetzt bitte ich dich darum. Lass uns fortgehen. Hör doch zu, Carol. Nein. Du hast zu wählen zwischen Friedrich und mir. Ich begreife nicht recht, was das alles bedeutet, aber da du so großen Wert darauf zu legen scheinst. Also gut, wir fahren morgen früh. Ich liebe dich, Carol. Ich liebe dich auch, Jean-Louis. Du kannst nicht wissen, wie sehr ich dich liebe. Es ist besser, du sagst es ihm selbst. Ich gehe wieder an den Strand.
Komm mir nach, wenn du mit ihm gesprochen hast. Ja, ja, ja. Wie soll ich ihm das beibringen? Bist du allein? Ja. Ich dachte, du telefonierst noch. Ich bin gerade fertig. Es wird einen Sprung nach Turin machen müssen. Heute Abend noch? Nein, morgen. Ich breche um 7 Uhr früh auf, dann kann ich an einem Tag hin und zurückfahren. Mit dem Wagen ist es eine Kleinigkeit. Am Abend bin ich wieder da. Was hast du? Ich? Ja, du scheinst dich, ich weiß nicht. Du scheinst dich bedrückt zu fühlen. Ja. Hör mal, Frederik. Ich muss dir sagen, es wird dich ärgern. Aber ich glaube, wir werden morgen auch abfahren. Ach. Ja. Carol möchte fort. Sie ist niedergeschlagen, nervös. Noch nie habe ich sie so gereizt erlebt wie in der Zeit hier. Du kannst nichts dafür, selbstverständlich nicht, aber... Verstehst du? Sehr gut. Du nimmst es mir nicht übel. Warum sollte ich es dir übel nehmen? Ihr wollt gerne abreisen, ihr reist ab, das ist alles. Natürlich ändert das nichts an unserem Plan. Ich bin pünktlich nach den Ferien wieder im Büro. Ach ja, das Büro. Ich wollte gerade mit dir darüber sprechen. Ja? Mein lieber Jean-Louis, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich nicht einen Irrtum begangen habe. Ein Irrtum? Ja, dass ich dir die Verantwortung für das Unternehmen anvertrauen wollte. Aber ich ziehe deine Fähigkeiten als Architekt nicht in Zweifel, aber du bist jung. Es fehlt dir an Erfahrung. Aber, Frederik, gerade darum hast du mich doch engagiert. Und damit habe ich einen Fehler begangen. Ich bin mir nicht gleich klar darüber geworden. Das verstehe ich nicht. Wir haben heute Morgen das Projekt noch diskutiert und dir war nicht eingefallen, Ich habe reiflich überlegt seitdem. Seit heute Morgen? Nein. Nein, ich kenne dich, Frederik. Du änderst doch deine Meinung nicht so plötzlich ohne Grund. Ist es, weil ich dir gesagt habe, dass wir abfahren wollen? Aber nein. Oh, doch, doch, doch. Ich wusste, dass das eine Dummheit war. Jetzt bist du gekränkt. Gekränkt? Ich? Ja, ich kann mir das gut vorstellen. Seit 6 Monaten schenkst du mir dein Vertrauen. Wenn ich dir nicht vor 5 Minuten gesagt hätte, dass Carol fort will, dann hättest du nicht im Traum daran gedacht, mir dieses Vertrauen wieder zu entziehen. Frederik, das kannst du nicht tun. Du hast oft gesagt, dass du Freundschaft für mich empfindest. Dass du dich ein wenig als meinen älteren Bruder betrachtest. Nun, überleg doch mal. Denk daran, was das Projekt für mich bedeutet. Eine Stadt, die man aus der Erde stampfen kann. Eine ganze Stadt mit ihren Schulen, ihren Straßen, ihren Läden. Es gibt keinen Architekten auf der Welt, der nicht davon träumen würde. Hast du eine Ahnung, was das bedeutet? Das ist mein ganzes Leben. Und Carol? Ist sie nicht auch dein ganzes Leben? Ja, eben. Ich denke an sie genauso wie an mich. Wenn du mich diese Wohnsiedlung bauen lässt, dann wird das ein durchschlagender Erfolg. Glaubst du wirklich, dass sie dann einen Erfolg nötig hat, um mit dir glücklich zu sein? Nein, sicher nicht. Aber sie kann doch nicht von mir verlangen, alles aufzugeben aus einer Laune heraus. Was sie durchaus abreißen will. Hör mich an, Frederik. Vergessen wir diese Unterhaltung. Ich werde mit ihr sprechen. Ich werde sie überreden, bis Sonnabend zu bleiben, wie wir es uns vorgenommen hatten. Und dafür behalte ich dich als Architekten. Ein komischer Handel, den du mir da vorschlägst. Nein, es ist zwecklos zu debattieren. Mein Entschluss ist gefasst. Ich stoße sie nicht wieder um. Kurz und bündig, du setzt mich vor die Tür. Das ist nicht so schlimm, wie du glaubst. Du könntest wenigstens so taktvoll sein, dich nicht über mich lustig zu machen. Und du könntest in einem anderen Ton mit mir reden. Entschuldigung. Das ist eine solche Enttäuschung. Nie hätte ich zustimmen dürfen, als Carol mich darum bat. Ich wusste genau, dass es Wahnsinn ist. Es war zu schön. Alles ging zu glatt.
Es wird doch weiterhin alles glatt gehen. Sei beruhigt. Du wirst schnell darüber hinwegkommen. Daran zweifle ich sehr. Doch, du wirst sehen. Du bist 28 Jahre. Du hast deine Zukunft noch vor dir. 28 Jahre. Was für ein Glück du hast. Glück. Viel Glück. Das kannst du mir glauben. Ja, nun geh nur zu Carol. Sie wartet auf dich. Jean-Louis. Sie liebt dich. Weißt du? Vielleicht mehr als du meinst. Ja? Ja, ich verstehe. Danke, auf Wiedersehen. So, die Koffer sind im Wagen verstaut. Alles ist bereit, wir können abfahren. Carol? Was gibt's denn? Warum siehst du mich so an? Man hat gerade angerufen. Das Krankenhaus in Nizza. Das Krankenhaus in Nizza? Frédéric. Hat einen Unfall gehabt? Er ist tot. Nein. Das ist doch nicht möglich. Ist doch nicht wahr. Tot. Frédéric. Wenn ich denke... Noch vor einer Stunde saß er da. Wir haben zusammen gefrühstückt. Ich habe mit ihm geplaudert, bevor er abfuhr. Haben Sie dir gesagt, wie es passiert ist? Ein Lastwagen kam ihm entgegen. Er ist mit ihm frontal zusammengestoßen. Sein Wagen hat Feuer gefangen. Grauenvoll. Wir müssen hier fort, solange noch niemand da ist. Du hast recht. Die Journalisten würden sich darauf stürzen. Frédéric war nicht irgendwer. Sein Tod wird Aufsehen erregen. Hat er eigentlich Angehörige? Nein, niemanden. Carol? Erinnerst du dich, was er gesagt hat? Für den Fall, dass mir etwas zustößt. Erinnerst du dich? Ja, ich erinnere mich. Dieses Testament, das er gemacht hat, bevor er Paris verließ. Ich weiß. Ich habe schon daran gedacht. Genau wie du. Ich? Ja, sicher. Tu doch nicht so erstaunt. Du denkst doch nur daran, seitdem er davon gesprochen hat. Außerdem, du bist mein Liebhaber und er war mein Mann. Die Polizei wird nicht lange brauchen, um herauszufinden, dass ich immer noch seine Frau war. Sie bilden sich womöglich ein, ihr hättet euch meinetwegen gestritten. Das Verbrechen aus Leidenschaft? Ich und ein Verbrechen aus Leidenschaft, Carol. Du weißt am besten, dass ich zu so etwas nicht fähig wäre. Und was das Testament angeht, wir wissen nicht einmal, ob es existiert. Na, hast du es vielleicht gesehen? Nein, also... Wahrscheinlich war es wieder ein schlechter Scherz von ihm. Wenn er davon gesprochen hat, dann existiert es wirklich. Mag sein. Na und, was beweist das? Außerdem bin ich nicht der Einzige, der erbt. Du stehst auch in seinem Testament. Dir bringt der Tod von Frédéric auch Vorteile. Ich laufe seinem Vermögen nicht nach. Ich nicht. Als ich ihn damals verließ, um mit dir zu leben, hattest du nicht einen Centim. Trotzdem habe ich nicht gezögert. Nicht einen Augenblick. Weil du wusstest, dass es nicht von Dauer sein würde. Weil ich dich liebte. Du dachtest, es wäre nur eine schlechte Übergangszeit. Ich hätte gewünscht, sie dauert ewig. Aber du hast dich nicht beklagt, als ich anfing, großes Geld zu verdienen. Das Geld, das Frédéric dir gab. Ich arbeitete für ihn, er bezahlte mich. Das war doch kein Geschenk. Während dein Schmuck, deine Perlen... Du bist gemein. Du hast nicht protestiert, als er sie dir zurückschickte.
Du hast sie angenommen, ohne Widerrede. Also ich bitte dich, Carol, tu nicht so, als wärst du selbstlos. Entschuldige, Carol. Lass mich allein. Carol. Du sollst gehen. Es ist vorbei, Jean-Louis. Bitte, Carol, hör mich an. Du hast alles zerstört. Geh! Nein, nein. Nein, nein. Du, so leicht wirst du mich nicht los. Ich beginne, dein Spiel zu durchschauen. Aber ja, natürlich. Warum habe ich das nicht gleich begriffen? Was begriffen? Frederiks eigene Worte. Ich hatte sie fast vergessen. Dieses Testament ist ein Geschenk, das meine Brautgabe sein soll. Stimmt ja, Carol. Wir sind nicht verheiratet. Das Testament ist wertlos. Armer Jean-Louis, wie enttäuscht du sein musst. Er hatte keine Verwandten, du bist immer noch seine Frau. Sprich weiter. Was hast du hineingetan? Welches Schlafmittel hast du Frederik hineingetan? Oh, dein Coup war gut ausgeklügelt. Das perfekte Verbrechen. Der Wagen verbrannt, der Körper verkohlt, keine Spur, keine Zeugen. Du brauchst dich nur noch deines Geliebten zu entledigen und dein Ziel ist erreicht. Frederiks Vermögen ist deins, deins allein. Carol. Du widerst mich an. Gut. Da nichts für dich zählt als Geld, Jean-Louis, freu dich. Ich schenke es dir, hörst du? Ich schenke es dir alles. Alles bis zum letzten Centime. Zufrieden? Hast du nun, was du wolltest? Carol, Liebling. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht mehr. Ich bitte dich um Verzeihung. Ich habe dir nichts zu verzeihen, Jean-Louis. Oh doch. Die Verdächtigung, die ich dir an den Kopf geworfen habe. Ich habe dir so Unrecht getan. Das ist die Aufregung, bestimmt die Sorge. Ich habe Angst. Ich auch dummerweise, ganz grundlos. Denn es gibt keinerlei Grund. Frederik ist tot. Es war ein Unfall. Weiter nichts. Und wir müssen weg von hier. Wir werden diesen Albtraum vergessen, wenn wir allein sind. Wir beide. Wir lieben uns doch. Wir lieben uns. Nicht wahr, Carol? Ich habe daran geglaubt, Jean-Louis. Aus tiefstem Herzen habe ich daran geglaubt. Du hast geglaubt. Frederik hat gewonnen. Er liebte dich immer noch? Auf seine Art, ja. Er wollte dich zurückerobern. Es ist komplizierter. Er warf mir nicht so sehr vor, dass ich ihn verlassen hatte, als dass ich dich liebte. Dich, Jean-Louis. Und was ist daran so unverzeihlich? Ich werde dir wehtun. Da wir einmal schon so weit sind, was macht er mir zum Vorwurf? Er hielt dich meiner nicht für würdig. Er hatte recht. Er beurteilte mich nach meinem wahren Wert. Ein kleiner, redlicher Architekt. Gewissenhaft aber. Ohne Genie und sogar ohne Talent. Und eben diesen Mann, Jean-Louis, den liebte ich. Das ist es, was Frederik mir nicht verzieht. Darum hat er dich bloßstellen, dich vernichten wollen. Es ist ihm gelungen. Die Waldstadt. Er hat nie die Absicht gehabt, sie mich bauen zu lassen. Nein. Du hast es gewusst? Ich hatte es erraten. Ich kannte ihn zu gut. Und darin bestand ja seine Rache. Er wollte mir deine Unzulänglichkeit beweisen. Du hättest es mir sagen, es mir erklären sollen. Was hätte das genützt? Du hättest es mir nicht geglaubt. Das ist möglich. Er war sicher,
dass früher oder später der Tag kommen musste, an dem ich dich vor die Wahl stellen würde. Entweder dein Ehrgeiz oder ich. Eine Entscheidung, die ich nicht von dir hätte verlangen dürfen. Und doch hast du es getan gestern. Und ich hatte mich für dich entschieden, Carol. Das wäre nicht von Dauer gewesen. Kaum wären wir wieder in Paris gewesen, hättest du ihn angefleht, dich wieder aufzunehmen. Ich müsste dir Wahrheit sagen, Carol. Ich habe nicht gewartet, bis wir wieder in Paris sind. Gestern Nachmittag schon. Ich ahnte es. Es konnte nicht anders sein. Dazu liebtest du das Geld zu sehr. Es ist Frederik gelungen, in mir etwas zu zerstören, woran ich über alle Maßen hing. Dein Glauben an mich? Verachtest du mich jetzt? Nein, Jean-Louis. Ich verachte dich nicht. Ich habe mich geirrt. Ich habe geglaubt, einen Mann zu lieben, den es nicht gibt. Einen Mann, den es nicht geben konnte. Ein Mann, der fähig gewesen wäre, einen Mord zu begehen, um dich nicht zu verlieren. Und wenn ich dir sage, dass es diesen Mann gibt, wenn ich dir sage... Dann glaube ich dir nicht, Jean-Louis. Du warst es. Ja. Wie? Du hast es erraten. Ein Schlafmittel in den Café. Ich dachte, es wäre noch Zeit. Ich hatte geahnt, dass du nicht stark genug sein würdest. Und ich glaubte, ich könnte es noch retten. Unser Glück. Darum hast du Frederik umgebracht. Hattest du denn nicht verstanden? Noch nicht. Du kannst so gut in den Gedanken anderer lesen. Du hast in dir selbst nicht klar gesehen. Du hast nicht erkannt, dass Frederik der einzige Mann war, den du lieben konntest. Der einzige Mann, den du jemals geliebt hast. Nein, ich hatte es nicht erkannt. Noch nicht. Glaubst du... Nein, nein, nein. Sind sie nicht. Wer denn? Na, ich weiß nicht. Rührt, sag nichts. Sie werden glauben, es sei niemand da. Der Wagen vor dem Haus? Außerdem weißt du ein wenig früher oder ein wenig später. Herein! Die Tür ist nicht verschlossen. Guten Tag. Bin ich der Erste? Der Erste? Noch keiner von der Presse hier gewesen? Ach so, Sie sind... Ja, wir haben gerade von dem tödlichen Unfall gehört. Es war kein Unfall. Carol! Ich habe meinen Mann getötet. Wenn man noch einmal beginnen könnte, von Alain Franck war das, aus dem Französischen übersetzt von Maria Frey. Es sprachen Frederik Karl Maldeck, Carol Johanna Mertins, Jean-Louis Tonio von der Meden, Journalist Alexander Malachowski, Regie Peter M. Preisler.